Er ist im Moment nicht zu beneiden. John Kreis, Trainer der Eppelheimer Eisbären, hat große Personalprobleme. Während Zweibrücken 3 komplette Reihen, also 15 Mann plus 2 Torhüter im Kader hatte, meldeten sich bei den Eisbären für das Topspiel nur 2 Blöcke fit. Die Ausgangslage? Nicht optimal. Wir haben einen dünnen Kader, ja. Wir haben viele Ausfälle, viele Verletzte. Es wird nicht besser. Wir müssen so auch weiter im Saisonverlauf arbeiten, ja. Dennoch haben wir auch andere Spiele in dünnen Kader gehabt und haben da auch Sensationen gestartet und Spiele gewonnen. Eine Sensation wäre auch ein Sieg gegen den EHC gewesen. Und zu Beginn sah es auch noch ganz gut aus, weil Zweibrücken gleich 3 Überzahlsituationen zuließ. Aber schon in der Anfangsphase agierte Eppelheim zu nachlässig. Das rächte sich. Daniel Radke brachte die Gäste in Führung. Die war aber nur von kurzer Dauer. Knapp 2 Minuten später glich Lukas Sawicki aus. Mehr wäre aber trotzdem möglich gewesen. Wir haben vorne unsere Chance nicht genutzt. Wir hatten genug, um nach dem ersten Drittel direkt 3-1, 4-1 in Führung zu gehen. Sie wurden aber nicht genutzt und dann machte sich der Kräfteverschleiß schon früh bemerkbar. Der Favorit drehte auf und ging bis zum Ende des zweiten Drittels mit 5-2 in Führung. Im Schlussabschnitt konnte Marco Haas mit seinem zweiten Treffer nur noch auf 3-7 verkürzen. Der Endstand. Wir haben auf jeden Fall gekämpft, da kann man keinen Vorwurf machen. Ja. Was heute ausschlaggebend war, natürlich war, wir waren hinten nicht aggressiv genug, nicht bissig genug. Dazu eine ineffiziente Chancenverwertung und die großen Personalprobleme. 3 Bausteine, die einen Sieg gegen Zweibrücken unmöglich machten. Jetzt heißt's aufstehen. Die kommenden Gegner sind allesamt Rivalen im Kampf um die Playoffs.